So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Starfield. Weiter geht's mit dem Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, dafür wird nachträglich hochgeladen. Und wir müssen noch herausfinden, wer für den ganzen Scheiß hier eigentlich verantwortlich ist. Sprich mit Vae Victis, ja. Dafür müssen wir zurück. Wir müssen jetzt untersuchen. Ach, wir heben mal schnell ab. Wir müssen jetzt untersuchen, ob Vae Victis wirklich so viel wusste davon. In der letzten Folge in Londinion heißt es hier, ne? O-N. Londinion. In Londinion haben wir herausgefunden, dass die Pflanze, die Terrar... Orbitalposition erreicht. Moment. Du kannst dich abschneiden. Du schon wieder. Wir raten dir, den Orbit sofort zu verlassen. Die Colonies sind nicht verantwortlich für erlittene Schäden, falls du dem nicht nachkommst. Ja, ich darf immer noch hier sein. Ich prüfe das mal eben. Hm, stimmt. Alles klar. Wir sagen Bescheid, dass du auf dem Weg bist. Junge, ich bin... Idiot. So, Alpha Centauri. Warum geht das nicht? Ah, stimmt. Ich habe noch geklauten Stuff dabei. Gut hat mir das Spiel das gesagt, sonst hätte ich das jetzt vergessen. Wir gehen noch schnell ins Wolf-System. Das ist schon gut, dass das Spiel mir sagt, dass ich Schmuggelware dabei habe. Aber du musst erst herausfinden, dass wenn du das System nicht mehr anfliegen kannst, dass du dann Schmuggelware dabei hast. Ich glaube, das wird nirgendwo gesagt. Also im Grunde genommen musst du es einmal falsch machen, damit du dann verstehst, wie es funktioniert. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Also, wenn man den Antrieb mal ein bisschen höher. Let's go. Docken Sie an, waren Sie schnell? Ich will meinen Sachs verkaufen. Und ich glaube, bald haben wir genug Geld. Ich dachte mir, vielleicht haben wir bald genug Geld, um ein neues Schiff zu bauen. Aber ich kenne ja meinen Baubahn. Ich glaube, das reicht nicht. Ne, ich würde schon sagen, dass sie sicher 400.000 brauchen. I guess. Kann ich behilflich sein? Was kann die Handelsauf... Ich hoffe, wir haben, was du brauchst. Ja, also es geht mir darum, dass ich was verkaufe. Scheiße, kein Geld mehr. Gott. Ah, ja, schön hier. Mega toll. Super. Die Handelsaufsicht ohne Geld. Gratis Profi-Tipp von mir. Man kann nicht handeln ohne Geld. Stimmt gar nicht. Du könntest Güter gegen Güter handeln. In einem Wirtschaftssystem, wo man Geld braucht, kann man nicht handeln ohne Geld. Das ist auch nicht ganz richtig. Was will ich eigentlich sagen? Die Handelsaufsicht ist scheiße, weil sie kein Geld hat. Punkt. Period. Das ist die Aussage, die ich eigentlich treffen will. Das ist alles. So, hast du das Geld? Wenn ich irgendwas für dich tun kann, lass. Schön, dich zu sehen. Es gibt auf der ganzen Station kein besseres Angebot. Ja, wunderbar. Da haben wir es. Jetzt hat er Geld. 5.000, super. Also... Wir verkaufen ihn zu uns. Könnten sie auch aus dem Schiff verkaufen, wenn man es erstmal so zack, zack. Also. Du stringst selbst die stärkste Panzerung. Hm. Die sieht doch cool aus. Kauft auch Munition von ihm. Ja, nee, das Ziel ist ja eigentlich, dass ich mehr Geld habe. Ja. Ich, Big Bang. Habe ich zweimal.
du meine Güte. Okay, er hat wieder kein Geld. Ich greife auf die Idee zurück mit der Munition. Ich will noch ganz kurz gucken, welche Munition braucht denn... braucht 7,77 Millimeter. Nein, ich war nicht raus. Kann man dir irgendwie... Ja, natürlich. Nein, mir kann man nicht mehr helfen. Hat er 7,77? Yes, baby. 2020. Okay, dann verkaufen wir mal wieder. Diese Tag hier. Das hier. Hat er wieder zu wenig Geld. Wir sind die Handelsgesellschaft. Ja. Als Handelsgesellschaft. Hey, wie kann ich dir helfen? Wer am Black Friday nichts kauft, kann 100% sparen. Das ist voll smart. Das ist schon halt mega, mega klug. K.R. Luca. So, sprich mit Ray Victus. Ja, das ist der Plan. Ich bin ehrlich, ich würde eigentlich langsam noch gerne schnell die Mission von Sam zwischenschieben. Damit ich den Begleiter wechseln kann, dass ein anderer Begleiter Sympathiepunkte kriegen kann bei mir. Ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Questreihe noch dauert. Na, upsala. Ich wollte eigentlich ja woanders hin. Das Immobiliengedöns. Sprich mit Sarah Morgan. Was? Hä? Haben wir doch. Schon wieder mit Sarah sprechen oder was? Ah, wir sind. Ich wollte noch Schläfchen machen. Ich bin mehr XP. Guten Tag, Captain. Bin XP-süchtig, gib's zu. Oh, der neue Booster ist halt mega. Ich helfe dir immer gern. Super. Du hörst mich momentan in dem, dass du nichts sagst. So, wir machen ein Schlöfchen. Weiß ja nicht, ob ich XP kriege, wenn ich mit dem rede. Deswegen machen wir das einmal mal so. Excuse. You are entschuldigt. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Leitern in den Raumschiffen nicht mag? Ich hätte gerne Raumschiffe mit Treppen. Wir müssen vielleicht wieder auf den Kampfkeks umsteigen. Obwohl mir das Schiff schon gut gefällt. Ich fliege jetzt auch schon eine Zeit lang damit. Ja, na, keine Sorge, ich habe meine Schmuggelware schon lange verkauft. Wisst ihr, was ich noch komisch fand? Wir waren in der letzten Folge in Londinion. Und für mich hat sich Londinion als Stadt größer angefühlt als New Atlantis. Du hast ein paar feindliche Lachen. Also rein von da, wo wir in der Mitte standen und dann irgendwo hingeguckt haben, 2400 Credits hinzugefügt. Warum wurden mir Credits hinzugefügt? Ist ungewohnt, dass jemand anders Captain ist. Komme ich hier eigentlich mit dem neuen Booster mit einem Sprung hoch? Muss ich gar nicht. Warum wird der Wegpunkt eigentlich nach oben angezeigt, wenn ich aber hier hin muss? Frech. So. I need air. Ich muss da rein. Deine Begleitung muss hier bleiben. Ja, ist okay. Ciao, Sam. Wer weg ist? Ich habe Fragen. Welch angenehme Überraschung.
Als ich hörte, dass du und Hadrian ausgerechnet nach Londinion wolltet, nahm ich an, ihr werdet was Großem auf der Spur. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Keine Ahnung, gibt es etwas, das du mir über deine Zeit in Londinion erzählen willst? Ich war schon jahrelang nicht mehr in Londinion. Warum? Kann ich irgendwie behilflich sein? Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Oh, das haben wir, noch viel mehr. Dann ist ja gut. Also, was macht ihr hier genau? Die Terrormorphs sind doch noch lange nicht besiegt, oder? Wir haben eine Aufzeichnung entdeckt. Du sprichst darüber, Terrormorphs als Waffe zu nutzen. Habt ihr das? Ah, ja. Nun, ich weiß nicht, was du auf dieser Aufzeichnung gehört zu haben glaubst, aber ich hoffe, dass du keine falschen Schlüsse ziehst. In Anbetracht des nervösen Zustands des Kabinetts, könnte es in derartigen Neuigkeiten hineininterpretieren, dass ich etwas mit den Angriffen zu tun habe? Kann ich dich überzeugen, das für dich zu behalten? Du weißt also wirklich nichts über die Angriffe, willst du das damit sagen? Natürlich. Sehe ich so aus, als würde ich das überhaupt zustande bringen. Deshalb würde ich es zu schätzen wissen, wenn du deine Entdeckung für dich behältst. Wir wollen doch nicht, dass noch jemand voreilige Schlüsse zieht. Spar dir die Lügen, gestehe oder ich leite meinen Fund weiter. Weißt du, du bist viel schlauer, als ich dachte. Ich soll es also aussprechen für dich. Ich war's. Die Terrormorph-Angriffe auf Tau Ceti, New Atlantis. Meine Idee. Jahrelange Zusammenarbeit mit meinem Partner. Experimente, wie man den Blütenstaub der Lazarus-Pflanze außerhalb von Londinion verbreitet. Wie man ihn herstellt, als Waffe einsetzt. Und weil du ja so schlau bist, kannst du dir bestimmt denken, warum ich sowas tun würde. Also meine Vermutung war ja ursprünglich, dass er versucht zu entkommen. Ja. Wie er das bewerkstelligt, ich dachte, dass er vielleicht eine Möglichkeit finden will, hier auszubrechen. Es könnte aber auch sein, dass er versucht, der UC natürlich zu zeigen, was für einen unglaublichen Fund er getätigt hat und er sich so freikaufen möchte. Ne? Wie zeigt mir der UC am besten, welche mächtige Waffe die Lazarus-Pflanze ist, indem man sie einsetzt? So. Du hast meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ja, mein Chat auch. YouTube auch. Die Idee ist, dann, die mir jetzt gerade durch den Kopf geht, ist, dass er so abgebrüht ist, dass ihm Menschenleben nichts bedeuten und er das wirklich echt zeigen möchte. Also diese Antwort. Wie zeigt man der UC am besten, welche mächtige Waffe die Lazarus-Pflanze ist, indem man sie einsetzt? Kein schlechter Gedanke. Aber nein. Die Angriffe waren eine Korrektur. Ich habe durchaus überlegt, meine Entdeckung der Pflanze offenzulegen. Aber wir waren im Krieg. Und derart gefährliches Wissen durfte nicht in falsche Hände fallen. Also habe ich den Raumhafen von Londinion bombardieren lassen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Ausbreitung der Terrormorphs wurde verhindert und das Wissen um das Potenzial der Pflanze geschützt. Das Ding ist ja, der Gedanke ist ja irgendwo durch nachvollziehbar, ne? Aber so viele Menschenleben zu opfern, um dieses Geheimnis aufzubewahren, weil das Geheimnis eventuell zu mehr Schaden führen könnte, ist schwierig.
Du hast nicht mehr deinen eigenen... Stimmt etwas nicht, Captain. Ja, vieles. Du hast nicht mehr deinen eigenen Leuten in der USC vertraut? Das waren die letzten Tage des Koloniekriegs, Captain. Es wimmelte überall von Freestar-Spionen. Ich hatte Sorge, dass das Collective anfängt, Lazarus-Pflanzen zu züchten und unsere Welten mit Wellen von Terrormorphs überzieht, wenn das rauskam. Genau wie in Londinion. Die Stadt abzuriegeln, um unzählige weitere Tote zu verhindern. Das war damals die einzige vernünftige Option. Du hast erst nach Jahren herausgefunden, wie man die Pflanze einsetzt. Du hast sie alle umsonst getötet. Das sagt sich jetzt leicht, aber wir hatten es mit einem Ausbruch aus einer kaum erforschten Quelle zu tun. Ich musste vor allem schnell handeln. Eine gefährliche Variable aus einem ohnehin katastrophalen Krieg entfernen. Aber als der Krieg vorbei war, mein Prozess, meine Hinrichtung, traf ich eine Entscheidung. Ich hatte alles für die UC gegeben, selbst mein Leben. Und was habe ich dafür bekommen? Haben die UC versucht, mein Vermächtnis zu beschützen? Das meiner Tochter? Nein, wir wurden geopfert, obwohl wir nur gedient hatten. Also habe ich geschwiegen und als Korrektur die Angriffe arrangiert. Meine Tochter wird zur Heldin. Ich werde Berater, weil ich Kaisa und das Forschungsteam gefunden habe. Und ich festige meine neue Machtposition, indem ich ihnen den Drahtzieher hinter dem Angriff auf New Atlantis nenne. Den tragisch verstorbenen Reginald Orlais. Über Jahre hinweg mein Partner und von Anfang an als mein Sündenbock eingeplant. Ein Glück, dass er gestoppt wurde, bevor jemand zu Schaden kam. Seine jahrzehntelange Flucht ist zu Ende, dank eines weiteren Helden. Dir. Es ist so ein kranker Plan, Mann. Es ist so ein kranker Plan, fuck. Scheiße. Das ist so ein kranker Plan. Nein. Deswegen konnten wir den auch nicht, deswegen hat sich der auch selber umgebracht in der Mission. Wir hatten gar keine Chance, ihn gefangen zu nehmen, weil das Spiel das gar nicht vorgibt. Kann auch gar nicht. Ansonsten hätten wir seinen Plan ja von Anfang an schon durchkreuzt. Ah, wäre das gegangen, hätte ich ihn von Anfang an... Ja, scheiße. Das heißt, er hat seinen eigenen Partner, der ihm bedeckt wahrscheinlich noch geholfen hat. Trotzdem, also, ah, der ist doch sick. Aber er hat ein Problem. Er hat ein Problem. Weil wenn ich den Leuten jetzt alles verrate, bin ich trotzdem ein Held. Also ich gehe aus der Geschichte immer als Held heraus. Egal, ob ich mich jetzt mit ihm verbrüdere oder ob ich das jetzt melde, so wie es ist. Das heißt, es ist nicht flawless. Es ist nicht fehlerlos, der Plan. Orlais, warum kommt der Name so bekannt vor? Ja, das ist der, der wir getötet hatten in dem Schiff. Der sich selber getötet hat mit der Giftspritze. Und wie konntest du das von hier aus koordinieren? Es war nicht leicht. Doch das Schöne, wenn man verabscheut wird, die Leute tun alles, um einen zu ignorieren. Sie wollten vorgeben, dass ich nicht existiere. Das habe ich zu meinem Vorteil genutzt. Dennoch war es mühsame Arbeit, über die UC-Sicherungsteams einen Kommunikationsweg zu Orlais aufzubauen. Manch ein Feldzug war leichter. Sie dachten, sie ködern gesuchte Verbrecher. Doch in Wahrheit haben sie präzise verschlüsselte Slates ausgeliefert, mit Anweisungen, die nur der Empfänger sehen konnte. Genau im richtigen Moment geliefert, sodass sie in die richtigen Hände fallen, ohne dass die UC erkennen, mit wem sie es zu tun haben. Mühsame Arbeit, aber letztlich effektiv, wie du siehst. Und was ist, wenn jetzt dafür sorgen, dass seine Tochter ihn aushändigt, dann wird sie als Heldin gefeiert? Ich werde als Held gefeiert und er wird verurteilt? Also wir könnten es ja trotzdem noch so drehen, dass sie ein Held, eine Heldin ist und ich ein Held bin und er nicht. Also du hast die UC-Bürger umgebracht, weil deine Ehre angeknackst war. Du bist doch krank, ja. Ohne Schurken keine Helden. Ich habe uns nur die Gelegenheit geboten, das eine zu überwinden und zum anderen zu werden. Und wir haben alle profitiert.
Deswegen habe ich Kaisa von Orleys umprogrammieren lassen. Dich von der alten Kiste dahin führen lassen, wo ich die Pflanze vor Jahren gefunden habe. Ah. Alles, damit ihr Erfolg habt. Und es hat geklappt. Ich weiß zufällig, dass das Kabinett dich und Hadrian ehren will, wenn alles erledigt ist. Ist das nicht allemal besser, als irgendwo im Nirgendwo Aufträge für die Vanguard zu erledigen, ohne Anerkennung? Und nur die vage Hoffnung, sich vielleicht irgendwann auf dem Unterdeck ein Haus kaufen zu dürfen. Wir hatten doch in der letzten Folge die Situation, dass Kaiser von den Dampftunneln wusste. Und der eine Forscher, den wir über, ich habe den Namen vergessen, den wir über einen Funk gehört haben, gesagt hat, ah ja, stimmt, woher weißt du das? Das ist, weil sein Komplize Kaiser umprogrammiert hatte. Und Kaiser deswegen genau wusste, wo in Londinion die Sachen sind. Vorteil ist er schon. Ja, aber dass er nicht zum Helden wird. Ne, darum geht's mir. Sie würden mich dafür ehren, dass ich deine Fehler ausbügle. Du hast meine und du wirst nur geehrt, weil ich die Situationen arrangiert habe, die das ermöglichen. Sei dankbar. Und vergessen wir nicht, wie wichtig unser eigentliches Endspiel ist. Die Terrormorphs eliminieren und das Wissen um die Lazarus-Pflanze sichern. Was wir in Gang gesetzt haben, wird vielleicht Millionen von Leben schützen. Ich bitte nur darum, dass ein weiteres Leben geschützt wird. Meins. Ich habe die Beweise für Orleses Beteiligung an den Angriffen an das Kabinett geschickt und dabei meine verschwiegen. Ich bitte nur darum, dass du das dem Kabinett bestätigst. Sag ihnen, dass es Orleys allein war. Ich habe schließlich noch immer eine lange Liste mit Bedrohungen für die UC. Wir können unsere guten Taten fortsetzen. Ich muss übrigens hier das Spiel mal wieder loben. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal kritisiert. Die Mission ist gut. Die Questreihe ist sehr, sehr gut. Es ist so eine Mission, wo ich zwischendurch nicht sicher war, wie sie weitergeht, wie sie ausgeht, wo es nicht vorhersehbar ist, wo es so mehrere Abzweigungen gegeben hätte, in welche Richtung es hätte gehen können, ne? Wo viele Akteure dabei sind und die Vermutung schon da war, dass er irgendwo im Hintergrund, ne? Das war immer da. Aber ich finde die Questreihe gut, finde die wirklich gut. Auch die kleinen Hinweise, die gespickt drin waren und Sachen, die er uns jetzt hier erzählt und so, ich finde es ganz gut. Dass ich auch mal wieder was Positives gesagt habe, ne? Weil ich mich ja auch immer mal wieder beschwere über das Spiel. Das ist ein bisschen... Stimmt etwas nicht, Captain. Dass es nicht immer so wirkt, als ob ich das Spiel nur kritisiere. Weil ich es ja durchaus genieße. Ja, das ist jetzt... Also, ganz kurz zu dem, was er gesagt hat. Im Grunde genommen... behauptet er ja jetzt, dass er verantwortlich dafür ist, dass das Ganze in Gang gesetzt wurde, damit wir die Terrormorphs bekämpfen können. Aber es hätte sicher auch eine andere Möglichkeit gegeben, das Ganze in Gang zu setzen, ohne dass die Leute im Raumhafen sterben. Also das, was er, ne, dieser große Angriff im Raumhafen von den Terrormorphs. Die Leute, die da gestorben sind, die Unschuldigen, die Zivilisten, die Arbeiter, die Händler, alle, die da waren, müssen ja viele Leute umgekommen sein. Die sind gestorben, nur weil er das so inszenieren will, dass er ein Held ist und seine Tochter auch. Nur darum geht's. Er hätte auch einen anderen Pfad wählen können. Das heißt, ein Großteil von der Art und Weise, wie er es gewählt hat, besteht aus Ego. Weil ich für einen Moment dachte, ja, eigentlich stimmt das schon, ne? Terrormorphs bekämpfen ist eine gute Sache, aber er hat aktiv wieder Leute geopfert. Er kann kein Held sein, denn er ist geheim. Ja, aber sein Plan ist ja, dass er dadurch an mehr Macht rankommt, ne? Mehr Möglichkeiten hat. So, glaubst du, ich vergesse einfach, dass du für deine guten Taten Menschen getötet hast? Und wie viele hast du getötet, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Große Errungenschaften kosten Leben, Captain. Ob man nun einen Krieg gewinnt oder... einen Tramtunnel gräbt. Wir haben also ein paar Dutzend geopfert, um das Leben von Millionen zu schützen. Für mich ist das ein fairer Tausch. Ich hoffe nur, du siehst das auch so und erwähnst meinen Namen in künftigen Gesprächen nicht.
Ich weiß genau, was ich dem Kabinett sagen werde. Naja, ich hoffe, du behältst das große Ganze im Kopf, Captain. Wir haben hier etwas Großes getan. Wir sollten die Chance ergreifen und noch eins draufsetzen. Ich weiß nicht. Ich finde, er hätte sich mehr bemühen sollen, Leben zu schützen. Ich meine, durch seine Aktion hätten zum Beispiel theoretisch... Wir zwei können richtig viel erreichen. Na mal los. Wird gemacht. Ich meine, er hat riskiert, dass die UC und das Freestar-Kollektiv vielleicht wieder in einen Krieg rutschen miteinander. Weil wenn die UC gedacht hätten, dass, dass das Freestar-Kollektiv hinter dem Terramorph-Angriff steckt, hätte der Krieg wieder starten können, ne? Also ich finde, er hat viel riskiert und dann auch noch unschuldiges Leben, das er hätte verhindern können. Okay, wir reden mal schnell mit den beiden. Perfektes Timing. Wir sind gerade rein. Gute Nachrichten. Die Mikrobe und die Acelis sind genauso effektiv gegen die Thermoparasiten wie gegen die Terramorphs. Das heißt, alle Pläne sollten helfen, um diese Dinger endlich loszuwerden. Angesichts der von der Lazaruspflanze ausgehenden Gefahr können wir uns gar nicht schnell genug um die Sache kümmern. Ich habe das Kabinett bereits auf den neuesten Stand gebracht. Und wie sieht's bei dir aus? Hast du was rausgefunden? Gibt es Hinweise auf die Verursacher der Angriffe? Da fällt mir gerade ein, dass wir ja natürlich nochmal ein größeres Problem haben. Wenn wir jetzt diese Tiere züchten und sie auf dem Planeten loslassen, dann essen sie ja nur die Terramorphs. Aber nicht den Ursprung. Nicht wahr? Das heißt, wir brauchen die Mikroben. Also wir brauchen die Übertragung über die Luft, damit in den Raumschiffen auch die erledigt werden. Sie hat gerade was anderes gesagt. Ja, sie hat gesagt, dass die Tiere und die Mikroben sich beide effektiv erweisen. Mach gegen, es nicht so dramatisch. Die Terramorphs und die wie heißen die anderen, die Dings. Also gegen beides. Aber hast du mal gesehen, wie groß das Tier ist? Soll mir einer erklären, wie dieses große Vieh in Raumschiffen dann die Terramorphs ist oder in einer Stadt? Also diese kleinen, der Ursprung, die Thermal-Morph-Dingsbums. Das geht ja nicht auf. Also man braucht ja fast beides. Naja. Wie erwartet, ja, ich sag sie jetzt. Ich will, dass das Gruppe entscheiden. Vielleicht gibt es da auch Jungtiere. Gut, das stimmt. Vielleicht gibt es Jungtiere, die dann in der Lage sind. Du bist noch nicht fertig, oder? Vielleicht, ja. Möglich. Wie erwartet war bewegt es der Drahtzieher? Ich habe das Geständnis aus ihm rausgequetscht. Ja, jetzt, das wird jetzt eine Bombe. Ich will das jetzt in der Gruppe diskutieren. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Immerhin ist er seit 20 Jahren tot. Bestimmt war das nur ein Versprecher. Oder? Und wenn nicht? Wenn du meinst, dass mein Vater noch lebt und Terramorphs als Waffen nutzt, dann ist ein Besuch beim Psychiater angesagt. Wir haben dich also falsch verstanden. Shit. Oh, will ich sie damit belasten? Irgendwie, ja, also ich will sie nicht damit belasten, aber ihn damit durchzukommen, ist auch nicht scheiße. Die Lüge dient dem Ganzen auch nicht mehr. Es sind Leute gestorben. Nein, ich bin jetzt ehrlich zu ihr. Wir haben das zusammen durchgezogen. Wir haben jetzt so viel gemacht. Ich weiß jetzt definitiv, dass es er war. Er hat das gestanden. Okay. Nein, er lebt. Die Yusi hat ihn die ganze Zeit. Er hat diese Angriffe aus seiner Zelle organisiert. Ich bin dran. Captain, nein. Nein. Das ist nicht möglich. Er ist tot. Mein Vater ist tot.
Tut mir leid, dass ich es dir nicht früher gesagt habe, aber es ist wahr. Die UC haben den schlimmsten Mörder des Koloniekriegs am Leben gelassen? Ich würde gerne glauben, dass sie zu so etwas nicht fähig wären. Unterschätze nie die Fähigkeit der Menschheit, dich zu enttäuschen. Er lebt. Wer Victis lebt? Wie hast du ihn gefunden? Er hat mich kontaktiert, deshalb haben wir Mikasa gefunden. Du wusstest, dass er lebt und hast es uns nicht gesagt? Das konnte ich nicht. Ich habe geschworen zu schweigen, aber das Gefühl... fühlte sich zu wichtig an jetzt, ja. Du hast geschworen? Du hast geschworen. Du hättest nur deine Pflicht getan, oder? Ich sollte wohl wissen, was das für eine Last sein kann. Wütend bin ich trotzdem. Aber wie heißt es so schön? Besser spät als nie. Immerhin können wir nun das Kabinett informieren, damit sie sich um ihn kümmern. Er wollte, dass wir seine Beteiligung an den Angriffen verschweigen. Er hätte doch Leben gerettet. So, ich habe ihr das jetzt extra gesagt, dass sie das hier in dieser Dreiergruppe diskutieren können. Ich will jetzt ihre Meinung wissen. Das hat er auch bestimmt. Aber er hat Dutzende Menschen getötet. Und ich lasse ihn mit so etwas nicht davonkommen. Wir haben jetzt wohl unsere Antwort. Nun müssen wir sie nur noch dem Kabinett präsentieren. Sollten wir noch irgendwas absprechen? Das könnte unsere letzte Chance sein, alles zu besprechen, bevor das Kabinett bei der Entscheidung in Sachen Terrormorphs mitredet. Naja, wir könnten so tun, als ob der Komplize mir das verraten hat und ich es dann Ihnen gesagt habe. Naja, gut, dann ist das kompliziert. Also beide Methoden sind effektiv gegen die Terrormorph-Parasiten. Richtig. Die Mikrobe muss an die Thermoparasitanatomie nur minimal angepasst werden. Und die Azeles scheinen Parasiten sogar noch besser aufzuspüren als Morphs. Ah. Das wird aber ein Anblick, wenn sie sie fangen. Wie eine offene Luftschleuse, die wütende Spaghetti verschlingt. Ja, das ist ein bisschen mein Gedanke gewesen vorhin. Aber wenn das mit den Tieren geht, würde ich nur die Tiere nehmen, ne? Welche Risiken gibt es, wenn wir die Azeles zurückholen? Azeles sind Menschen gegenüber nicht feindselig, sind aber Megafauna. Wenn sich jemand mit einem anlegt, wird es hässlich. Aber sie haben sich schon einmal sehr weit ausgebreitet, als die UC sie als Vieh gezüchtet haben. Es besteht also kaum ein Risiko, wenn man sie neu einführt. Wenn man sie einsetzt, um die Terrormorphs und Parasiten zu beseitigen, dauert das aber viel länger als mit der Mikrobe. Nach allem, was wir jetzt über die Lazaruspflanze wissen, ist die Geschwindigkeit wichtig. Aber bei den Azeles kennen wir zumindest die Risiken. Ja, ich bin eher für die Azeles. Auf der anderen Seite könnte es auch nach hinten losgehen, wenn die nicht schnell genug sind, ne? Obwohl, wir könnten die Mikroben immer noch in der Hinterhalt behalten und es mal mit den Azeles versuchen. Welche Methoden für die Bekämpfung der Thermos zieht ihr beiden vor? Mit der Mikrobe wird die Reinigung viel schneller vonstatten gehen. Wenn wir Angst vor einem erneuten Einsatz der Lazaruspflanze haben, dann wäre das unsere Wahl. Das Kabinett kann die Lazaruspflanze sichern. Und dann riskieren wir keine Überraschungen beim Umgang mit einer Mikrobe. Genau. Du bist paranoid. Du weißt, was wir tun können. Dass wir für Sicherheit sorgen können. Das weiß ich. Ich kann aber auch rechnen. Eine Mutationschance von 1 zu einer Million ist nicht gleich 0. Wir sind uns also noch nicht einig. Vielleicht sollten wir uns jetzt anhören, ob das Kabinett die eine oder andere Methode bevorzugt. Ich bin für die Tiere. Ich meine, 1 zu einer Million ist gleich nix. Aber wenn es eintritt, gibt es eine Riesenkatastrophe, oder nicht? Was glaubst du, wird das Kabinett machen, wenn Vervictis Beteiligung an den Angriffen herauskommt? Schwer zu sagen. Anders als mein Vater sind die Leute vom Kabinett keine Mörder. Aber UC-Staatsbürger zu töten, das ist wirklich unverzeihlich. Wenn es dir aber wirklich so wichtig ist, kannst du sie bitten, gnädig zu sein. Vielleicht verschonen sie ihn.
Ja, mir geht es gar nicht so darum, ihn zu verschonen, sondern er ist meines Erachtens nach durchaus, also er ist halt schon noch nützlich, um das aufzuarbeiten, ne? Streng gesehen ist es ja ein Versagen von den UC selber. Dadurch, dass sie nicht genug gut auf ihn aufgepasst haben und die Verschlüsselcodes, die er rausgegeben hat, und er dadurch von außen die Sachen planen konnte, oder mit Leuten von außen die Sachen planen konnte, ist es eigentlich ein Sicherheitsversagen von der UC selber. Aber gut, das werde ich vielleicht an der Anhörung nicht sagen. Wenn die was von ihnen wollen. Na gut, also. Wir sollten gehen. Das dann los. Let's go. Aber vielleicht kommen sie ja selber drauf. Wenn wir es irgendwie schaffen, dass das mit der Lazarus-Pflanze nicht weiter thematisiert wird, sondern wir das verschlüsseln und verstecken. Ich finde das mit der Mikrobe sehr gefährlich. Ehrlich zu sein. 1 zu 1 Million ist die Mutationschance, ne? Das ist schon mega. Also mega wenig eigentlich, aber... Weiß nicht. Wenn es anders geht, würde ich das Risiko trotzdem nicht eingehen. Willkommen zurück. Ich wünschte, wir hätten einen erfreulicheren Anlass für unser Treffen. Aber laut Hadrians Report und dem zweiten soeben erhaltenen war der Terrormorph-Angriff auf New Atlantis kein zufälliges Ereignis, sondern wurde bewusst herbeigeführt. Mhm. Stimmt das, was ich hier lese? Ja, aber keine Sorge, wir haben den Schuldigen gefunden. Ich bleib mal so. Das stimmt, Ma'am, der Angriff war geplant. Mein Gott. Ein Angriff mit Terrormorphs? Wie ist das möglich? Wenn wir hier fertig sind, werdet ihr alle vollständig gebrieft. Dann stimmt das, was im zweiten Bericht steht? Hat Reginald Orlais diese Angriffe verübt, Captain? Orlais? Hadrian, ich finde, du solltest es ihnen sagen. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber es ist ihr Vater, ne? Damit würde sie dem Kabinett tatsächlich zeigen, dass sie nicht mit ihrem, auch wenn sie verwandt sind, beziehungsweise genetisch verwandt sind, weil sie ein Klon ist von ihm. Kann man das sagen, genetisch verwandt? Weil sie geklont ist von ihm? Ich lasse mal so stehen. Damit würde sie dem Kabinett ja eigentlich zeigen, wem sie die Treue geschworen hat, ne? Der UC und nicht ihrem Vater oder ihrem Klonspender oder whatever. Hadrian, ich finde, du solltest es sagen. Wir machen das so. Das Kabinett benötigt eine Antwort. Okay. Naja, Ma'am. Der Bericht stimmt wohl nicht ganz. François Sanon steckte hinter den Angriffen. Er hat was? Das ist unmöglich. Er hat nicht den Zugang, um... Er hat seinen eigenen Zugang gemacht, Sarkin. Madam, ich habe schon vor Jahren gewarnt, dass es in einer Tragödie enden würde, wenn wir uns nicht um den Mann kümmern. Genug! Ich hoffe, wir sind uns alle einig, dass es sich bei dem soeben Gesagten um ein ausgesprochenes Staatsgeheimnis handelt. Diese Information bleibt in diesem Raum. Ihr bringt hier eine brisante Anschuldigung vor, wenn man bedenkt, dass François Sanon schon fast 2 Jahrzehnte lang in Gewahrsam ist. Gibt es Beweise für die Anschuldigung? Notfallnachricht Ausschnitt abspielen. Er hat sich einfach verwandelt. Terrormorphs aus dem Nichts. Unsichtbare Waffen. Kein Planet wäre sicher. Der Himmel sei uns gnädig. Ist er das? Ich würde diese Stimme überall erkennen. Das ist François. Er wusste, wozu sie fähig waren, und schwieg still. Er ist ganz einfach ein Soziopath, Ma'am. Officer, lass dir die Aufzeichnung geben. Jawohl, Ma'am. Ich bitte um Verzeihung, Captain. Natürlich werden wir eine umfassende Ermittlung starten, um der Sache auf den Grund zu gehen. Wobei der Admiral bestimmt mit allem herausrückt, was er zu dem Thema weiß, wenn er mit dieser Aufzeichnung konfrontiert wird. Minister Yassin, kannst du dafür sorgen, dass der Admiral von einem deiner Leute verhört wird? Ich kümmere mich unverzüglich darum. Gut. Zusammen mit den anderen Dingen, die du ans Tageslicht gebracht hast. Naja, die United Colonies stehen tief in deiner Schuld. Wir haben die Bürger der Colonies im Stich gelassen, hätten uns früher um Velviktis kümmern müssen.
Ich werde diesen Fehler wieder gut machen. Ich hatte es eben nicht gesagt, weil die UC die Todesstrafe hat und ich niemanden dabei unterstütze. Einer aus meiner Sicht unethisches Gesetz anzuwenden. Ich halte die Todesstrafe auch für ein unethisches Gesetz. Die Problematik hier ist aber natürlich, aktiv etwas zu verschweigen, damit jemand dann nicht verurteilt wird, weil es die Strafe gibt. Ist schwierig. Also im echten Leben wüsste ich wirklich nicht, wie ich hier reagieren würde, ne? Im Videospiel kannst du immer sagen, es ist nur ein Videospiel. Obwohl ich schon versuche, immer so ein bisschen so, wie ich es auch im echten Leben versuchen würde, zu machen. Also wenn es so um moralische Fragen geht. Schweigen bringt uns den Antworten nicht näher. Wenn ich auf dem Raumschiff bin und gegen Piraten kämpfe, dann werden die über den Haufen geschossen. Das ist natürlich dann, ne, also da müssen wir dann immer ein bisschen unterscheiden. Aber ja, ich verstehe es. Ich finde es auch nicht falsch, es nicht zu sagen. Weil du den angerichteten Schaden ja nicht, also jetzt hier mit der gesamten Wahrheit rauszurücken, wird ja den angerichteten Schaden nicht irgendwie, also es ändert, glaube ich, nicht viel am Ende. Aber ich fand es wichtig, dass sie Bescheid weiß und ja, das ist einfach the way to go, wie wir das jetzt hier regeln. Ne? Da es so eine unglaublich schwierige Situation ist, glaube ich, ist fast jede Entscheidung irgendwie richtig und nachvollziehbar, aber irgendwie auch falsch. Ich schätze es nicht, wenn Details verschwiegen werden. Was will mit dem Geschehen? Das wird das Kabinett entscheiden. Aber ich mag es nicht, dass man unser Mitleid ausnutzt. Wenn ihr seine Kontakte nach außen kapten, hat Yusi Funktionäre als Kommunikationswege missbraucht. Das sind beunruhigende Nachrichten. Aber dass wir ihm den Kontakt mit der Außenwelt verwehren, das ist wohl erst der Anfang von Velviktes Strafe. Ich bitte darum, sein Leben zu verschonen. Im Endeffekt hat er uns gegen die Terramorphs geholfen. Ich glaube tatsächlich, dass ich das sage. Ich glaube, wir bitten darum. Ich bitte darum, sein Leben zu verschonen. Im Endeffekt hat er uns gegen die Terramorphs geholfen. Nicht, weil ich finde, dass er uns gegen die Terramorphs geholfen hat, sondern weil ich es irgendwie nicht gut finde, wenn er jetzt hingerichtet wird. Wenn er lebenslang sitzt, ne? Irgendwie besser. Auf der anderen Seite könnte ich mich auch schön rauswinden, was auch immer das Kabinett für richtig. Wir gehen damit. Bringt uns den Antwort. Psst. Mir ist nicht klar, warum jemand, der sich mit dem Blut der UC befleckt hat, Nachsicht verdient hätte. Aber ich werde deine Bitte in Betracht ziehen. Da wir jetzt den Schuldigen entlarvt haben, können wir uns anderen Dingen zuwenden. Aufgrund der heute erstellten Zusammenhänge, der Lazaruspflanze, der Angriffe und der Thermoparasiten. Ihr drei habt wahrscheinlich tausende Leben gerettet, aber jetzt muss das Kabinett dafür sorgen, dass sich der Vorfall nie mehr wiederholt. Deshalb wird das Kabinett die Lazaruspflanze in Londinion sichern. Alle mit der Pflanze in Zusammenhang stehenden Materialien werden geheim gehalten, damit niemand ihre wahre Natur herausfindet. Das ist eine kluge Entscheidung. Die anderen Fraktionen sollten beim Sichern der Lazaruspflanze auch eingebunden sein. Je mehr Leute involviert sind, desto größer ist die Fehlerquelle, ne? Pflanze zu sichern reicht nicht, sie soll dafür vernichtet werden. Nein, wir wissen ja nicht, ob die Pflanze vielleicht auch noch gute Effekte hat, ne? Eine giftige Pflanze muss ja zum Beispiel nicht zwingend nur tödlich sein. Könnten ja auch Heilmittel damit erstellt werden. Was werden die UC unternehmen, um die Lazaruspflanze zu schützen? Gedanken. Zum Glück ist Londinion nicht unbedingt ein Magnet für Besucher. Wir werden ihn gut abschotten können. Aber wir werden unsere Truppenpräsenz in Londinion verstärken, das Wachstum der Pflanzen eindämmen und man wird nur mit streng regulierten Genehmigungen Zugang zu ihr haben. Na gut, ist die richtige Entscheidung. Ich habe Angst, dass wenn zum Beispiel Haus Varun davon erfährt oder wenn,
Wenn das Freestar Collective irgendwie schlechte Leute in der Politik hat, dann ja, wir gehen mal. Je weniger wissen, desto besser, glaube ich. Freut mich, das zu hören. Also dann, zum letzten Punkt. Das Kabinett befürwortet die Umsetzung eines Plans bezüglich der Terromorphs und nun auch der Thermoparasiten auf menschlichen Welten. Tatsächlich haben wir bereits begonnen, in allen Häfen und Siedlungen der UC nach bislang unentdeckten Nestern zu suchen. Aber wir alle wissen, dass das nur ein Teil der Lösung ist. Das ist ein langes und schwieriges Projekt. Zuallererst werden wir unsere genaue Vorgehensweise besprechen und entscheiden müssen. Madam, diese Mikrobe ist eindeutig ein zu großes Risiko. Die Azeles sind viel sicherer. Vielleicht für Personen, die keine fundierten Kenntnisse in Biologie haben. Die Technologie hinter der Mikrobe ist jedoch erprobt. Sie ist nicht gefährlich. Die Menschheit wäre am schnellsten sicher, wenn wir die Terromorphs mit ihr ausrotten. Und schnelle Ergebnisse sind immer auch die besten Ergebnisse, ja? Wie du sehen kannst, ist sich das Kabinett noch nicht einig. Wir haben gehofft, eine Gruppe könnte uns etwas empfehlen. Major? Wir haben selbst schon darüber debattiert, aber der Captain muss noch was dazu sagen. Verstehe. Captain, das ist zwar vielleicht nicht dein Fachgebiet, aber wir würden gerne wissen, was du von der Sache hältst. Also, wenn die Pflanze nicht mehr missbraucht werden kann, weil sie weggesteckt wird, ist die Chance ja eher klein, dass jemand jetzt... Also sagen wir mal, jemand entdeckt das Geheimnis und weiß, dass es mutiert, dann muss es ja noch nicht bedeuten, dass die Person das sofort missbraucht. Die Frage ist aber, ist die Chance, dass jemand die Pflanze entdeckt und damit weiß, wie er die Thermalparasiten zu Terromorphs mutieren kann, es dann auch missbraucht... Ist die Chance da 1 zu 1 Million? Oder ist die geringer? Nein, ich bin für die Tiere. Ich finde, das ist am sichersten. Das wäre meine Wahl. Die sind auch irgendwie noch schön, wenn wir die ansiedeln. Mit den Mikroben, die Chance von 1 zu 1 Million ist wirklich verschwindend gering, dass die mutiert. Aber ich finde, den schwierigeren Weg, der dafür sicherer ist, ist, glaube ich, besser hier. Ich stimme voll und ganz zu. Die Sache ist zu wichtig für ein Experiment. Meine abendlichen Spaziergänge werden sich ab jetzt wohl viel lebhafter gestalten. Kaum, aber vielleicht werden sie nicht ganz so einsam sein. Ruhe, bitte. Und Major Sanon? Dr. Walker, ist das Ganze akzeptabel? Wir vertrauen dem Urteil des Captains. Dann wäre die Sache geklärt. Wir beginnen sofort mit dem Prozess. Cool. Heute ist der erste Tag der Terromorph Management Division der United Colonies. Und ihr drei seid die Gründungsmitglieder der TMD. Das Kabinett möchte dieser Gruppe gebührenden Dank erweisen. Heute werden wir unsere Reihen um 3 Bürger der Klasse 1 erweitern. Klasse 1? Für uns drei? Ist das ein Scherz? Was er damit sagen will, ist: Danke, Ma'am. Oh ja, ja. Danke, Ma'am. Ihr habt ein Klassensystem hier. Das ist ein Bürger der Klasse 1. Das ist ein Status, ausschließlich reserviert für diejenigen, die ihr Leben den United Colonies gewidmet und Großes für die Sache geleistet haben. Bürger der Klasse 1 erhalten eine großzügige Auszahlung, zusätzliche Ermäßigungen der Preise für Kolonialwaren. Und ich habe gehört, das Penthouse sei beeindruckend. Okay, naja, es ist ja schön, wenn man dazugehört, aber für die, die nicht dazugehören. Und wenn ich mir überlege, dass es hier noch ein Unterdeck gibt, ne, wo die Leute wirklich arm leben. Schwierig. So. Londinien zu Area 51 machen, gar nicht auffällig. Nach dem Vorfall kann man es, glaube ich, gut kaschieren, indem dass man sagt, nach diesem Terramorph-Vorfall wollen wir alles einschränken, deswegen machen wir das zu Area 51 und so. Ich glaube, es gibt schon Gründe, Möglichkeiten, das gut zu verschleiern. Wenn auch für die Tiere primär, weil sie hübscher sind. Ja. Ja. Solange ich bezahlt werde, bin ich glücklich. Das sind überaus wichtige Themen. Lass dir ruhig Zeit. Naja, vielen Dank, Ma'am. Anständig. Ihr habt es euch verdient. Und jetzt haben wir einiges zu tun. Major Sanon, Dr. Walker,
Ich hoffe, ihr zwei seid bereit, weiterzumachen und die Forschung der TMD auf dem Mars voranzutreiben. Das wäre uns eine Ehre. Und nun zu dir, Captain. Die Vanguard wird die TMD nach Kräften an der Oberfläche unterstützen. Da du der Vanguard und der TMD angehörst, finde ich, dass du dir deine Aufgaben aussuchen kannst. Sprich mit deinem Commander, Tuala, wenn ich mich nicht irre. Er sollte dich in Zukunft mit Aufträgen versorgen können. Und er hilft dir auch, die Vorteile der Klasse 1 in Anspruch zu nehmen. Im Namen der gesamten United Colonies sprechen wir dir unseren Dank aus. Das Treffen ist vertagt. Super. 15.600 Credits. Woo! Nice. Das war die Mission jetzt? Nice. Ich will mal kurz gucken, was man für Vorteile hat, wenn man zur Klasse 1 gehört. Also ich finde die Stadt sehr komisch. Nee, warte, ich bin verarscht hier. Aber hier war's. Ich merke mir die Namen nie, weil ich immer auf die Wegpunkte gucke, ne? Sieh mal einer an. Das ist mal was Neues. Ich hatte noch nie einen Bürger der Klasse 1 in meinen Reihen. Glückwunsch, Captain. Danke, Commander, das ist mir eine Ehre. Ich kann nichts dafür. Das hast du dir selbst zu verdanken. Ich habe schon einmal alle deine Klasse 1 Vorzüge aktiviert. Du bekommst ab sofort auf alle UC-Waren und Dienstleistungen einen Rabatt als Dank für deine Dienste. Und die Credits müssten genau jetzt auf deinem Konto sein. Aber um in dein Penthouse zu gelangen, musst du zum Immobilienbüro Aphelion. Die sollten dir Zugang gewähren können. Jetzt kriege ich ja noch mehr Geld. Yay! Nice, okay. Schön, dass die UC, Fleiß und Einsatz belohnt. Die oberste Etage wollte dir zeigen, wie sehr sie deine Arbeit zu schätzen weiß. Aber nachdem das alles geklärt ist, wird's Zeit für eine neue Mission. Es gibt normale Vanguard-Missionen, bei denen du deine Flugkünste nutzt, um den UC-Raum zu verteidigen. Du kannst aber auch der TMD helfen, Terrormorphs zu beseitigen. Ach, und Dr. Walker will, dass du mithilfst, biologische Proben zu sammeln, um Ausschau nach neuen Alien-Bedrohungen am Horizont zu halten. Ist eine dieser Missionen was für dich? Das riecht für mich nach einem Starfield DLC. Die neue Alien-Bedrohung. zuerst mal ein bisschen Abstand von Aliens. Ja, ne, jetzt mal ein bisschen Abstand. Klar, bisschen Abstand. Du hast dir eine Pause verdient. Wenn du ausgeruht bist und wieder loslegen willst, komm vorbei. Muss Sam noch helfen. Also, Immobilien. Na scheiße, wie kriege ich denn die andere Karte auf? Ne, das war's nicht. Wohndistrikt. Ich habe das sicher unter Aktivitäten irgendwo, ne? Das hier. Okay. Dann gucken wir mal. Es ist schon wieder Nacht, ne? Ich will das Appartement anschauen. Kriege ich eigentlich in jedem Bett, wo ich schlafe, immer gleich viel XP-Boni? Sieh mal einer an, wenn das mal nicht das neueste Mitglied der Bürgerklasse 1 der UC ist. Du hast dir hier schon einen Namen gemacht. Tatsächlich möchte sich die Obrigkeit mit einer der schönsten Immobilien der Stadt für deinen aufopferungsvollen Dienst bedanken. Es ist ein erstklassiges Penthouse, ganz oben im Mercury Tower. Die beste Lage in New Atlantis, wenn du mich fragst. Was meinst du?
Es dauert nur einen Moment, dir das Eigentum zu übertragen. Ja, bitte, her damit. Let's go. Wunderbar. Es wird dir gefallen. Ich finde, es ist eins der besten Apartments in der Stadt. Ja, das hat mich jetzt nichts gekostet, oder? In Ordnung. Alles erledigt. Dein neues Heim befindet sich im Mercury Tower. Im Wohndistrikt. Du wirst es lieben. Die Raumaufteilung ist wunderbar. Und die Aussicht einfach unschlagbar. Super. Du besitzt nun eine Immobilie. Man sieht sich bestimmt in der Stadt. Baumaterial wurde zum Schiffsfracht. Was? Habe ich das andere nicht gelesen, weil es so schnell wieder verschwunden ist. Warum verschwindet das so schnell? Besuche das neue Penthouse in Atlantis. Ja, können wir mal gucken, was wir als Bürger dieser Klasse kriegen. Eine Mehrklassengesellschaft. Ja, das wird das suchen. Super, das ist noch. Naja, ganz toll. Wenn manche Menschen besser sind als andere. Das ging ja noch nie schief. Der Schlüssel zum Penthouse wurde in den Schiffsfrachtraum gelegt. Aha, dankeschön. Ja, ihr könnt einfach Pause klicken und zurückspulen. Das kann ich hier nicht. Da müsste ich meinen eigenen Stream oder mein eigenes Video aufmachen, damit das ginge. Aber das habe ich ja nicht. Ich hätte alles live in dem Moment, wo ich spiele. Logischerweise. Mercury Towers. Ja, let's go. Dann gehen wir mal hoch ins Penthouse. Hallo. Ist noch ziemlich leer. Jawohl! Nice! Okay, schön. Oh, geil. Okay, cool. Das ist schon... Gut. Jetzt bei Nacht, glaube ich, weniger impressive. Kann ich eigentlich ganz hoch? Tatsache. Sam, du musst doch nicht bei solchen lebensgefährlichen Sachen mitkommen. Ach so, das ist einfach ein Raum, um Sachen hinzustellen. Ja, schön. Kann ich jetzt echt, kann ich Möbel kaufen für mein Zuhause und kann ich Möbel hier aufstellen? Ja. Oh ja. Warum bin ich als YouTuber und Streamer eigentlich nicht erfolgreicher? Dann könnte ich mir auch sowas kaufen. Das ist echt scheiße. Sam, kannst du mir sagen, warum ich nicht erfolgreicher bin als YouTube-Streamer? Obwohl ich ehrlich sagen muss, das wäre für mich ein bisschen viel Platz. So viel Platz brauche ich gar nicht. Oh, nice. Wohnung einrichten geht wie bei Outposts bauen. So, scheiße, wie war das nochmal? Oberfläche dekorieren. Herstellung. Aha! 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 Aber da brauche ich wieder alle Ressourcen für, ne? Okay, aber das ist schon cool, das mag ich. Das mag ich schon. Ich muss aber gestehen, die Auswahl ist aber schon ein bisschen sehr, sehr mager. Also Entschuldigung, aber das hier schreit doch nach Doppelbett. Also sorry, das hier schreit doch nach Doppelbett, oder nicht? Die einzigen Bette. Also. Ich könnte einen Schlafsack reinmachen.
Ein sogenanntes Crackbett. Nein, ein Futon. Oder noch ein anderer Schlafsack. Okay, dann haben wir, das sind die Betten, die wir haben. Eine Pritsche. Okay. Das machen wir jetzt trotzdem. Okay, also folgendes. So. Es ist dekoriert. Es ist wundervoll geworden. Es ist so schön. Ich werde viele Frauen hier hinnehmen und die Frauen werden dann sagen, mein Gott, ist das schön. Mein Gott, ist schön eingerichtet. Und dieses Bett, das ist unglaublich. Deep Storm muss noch freischalten. Okay. Ja, ist so richtig wohnlich. Es ist mega wohnlich. Okay, und... Sam, das ist mein... Really? Digga, der ist ein Mann, der kann nix. Oh, ja, da hat er einen Schlafsack hingestellt. Okay, dann geh ich mal pendeln. Okay, so, ja, und wie schalte ich mehr Sachen frei, dass ich hier mich schön einrichten kann? Der geht einfach. Das ist frech. Alter. Ich finde die weißen Stühle eigentlich ganz schön. Ich glaube, die sind zum Putzen einfach mega scheiße. Ein Hocker. Ja, da muss ich nur noch herausfinden, wie wir mehr Designer-Sachen, ne, freischalten können. Naja, das bei Zeiten dann. Ich werde jetzt hier nicht anfangen einzurichten, weil das ist mir... Also ich habe zu wenig schöne Sachen, muss ich ehrlich gestehen. Wir müssen mal in den Baumarkt gehen und gucken, ob wir schöne Designer-Sachen kaufen können, ne. Aber ich finde, das spiegelt schön mein Verhältnis. Wir kriegen etwas super, super Reiches und ich schmeiß einfach Schlafsack hin. Wir werden jetzt das erste halbe Jahr so leben, bis ich dann den Entschluss fasse, dass wir hier doch was Schönes reinstellen. So, aber... Wer kennt es nicht? Man zieht in eine neue Wohnung ein. Und man hat so viele Sachen vor, mit der Wohnung zu machen... Und erst nach einem halben Jahr nimmt man die Sachen wirklich in Angriff. Und bis dahin sind noch Kisten unausgepackt und was weiß ich alles. Man kennt es. Zumindest ich. Ich muss kurz gucken. Nein, das ist was anderes. Offene Fragen. Das war Neomuna. Wir müssen nach Neomuna. Wo war das denn? Die Mission von Sam. Ist das unter Aktivitäten? Vielleicht mit Percival, Andrea, vielleicht mit Sarah. Sag May, dass du beim Red Mile Run antreten möchtest. Das haben wir doch alles schon gemacht, Digga. Naja, also die Mission war, wir müssen nach Neomuna. Aber wo zum Geier war Neomuna nochmal? Warte schnell, die Questreihe ist doch... Die Mission wird uns hinführen. Auf Woli. Auf Woli hier.
Mit Doc Meanings. Doc Meanings. Aber... Ah, hier. Korakor ist besorgt, weil sie schon lange nichts mehr von ihrer Mutter... Ja, hier haben wir es. Begib dich nach Neon. Neomuna. Ich bin noch in Destiny 2 mit Neomuna. Okay. Wir machen das so. Wir machen hier ein Schläfchen in meinem neuen Penthouse. Und in der nächsten Folge gehen wir nach Neomuna und nehmen die Mission von Sam in Angriff. Oder? Ja, aber das ist gut. Wir haben das jetzt abgeschlossen. Super. Also, dann gehen wir nach Neomuna, oder auch Neon genannt. War die Mission von Sam und seinem Töchterchen. Gut, wenn ihr es auf dem Let's Play Channel guckt, das Like da, lasst einen Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es weitergeht. Ich freue mich drauf. Bis dann.